Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Commentary mit eurem Fungi. Ja, heute wieder auf der PS3 am Start und zwar Team Deathmatch auf Lockdown. Ich muss natürlich fairerweise sagen, das Gameplay ist nicht von mir erspielt, sondern vom guten Crazy. Der war gerade bei mir und hat so mal ein paar Ründchen gezockt und dann ist das hier entstanden. Ein schönes Spiel. Und solche Gameplays werden halt öfters kommen, solche Scores so ungefähr, könnt ihr euch so ein bisschen dran orientieren. Natürlich wird jetzt nicht nur noch Team Deathmatch kommen, es wird auch noch Herrschaft kommen, nur das spielen wir momentan eher weniger. Wir sind eher so gerade so siegesserienmäßig auf Tour, so ein bisschen unterwegs. Ich habe jetzt eine momentane 56er Siegesserie, habe ich glaube ich schon im letzten Commentary einmal erwähnt. Naja. Er spielt auf jeden Fall mit der goldenen MP7, Schalldämpfer und Schnellfeuer, es kommt einem auf jeden Fall bekannt vor. Natürlich ist ja auch Mindset. Und das bleibt da, wo es ist. Auf Platz 2 meiner Sets, genau. Und spielt mit den Perks Plünderer Pro, Hardliner Pro und Ruhige Hand Pro. Normalerweise benutze ich immer Meisterschütze, aber ich dachte so, na komm. Braucht man ja auch nicht mehr so richtig, ne? Man hat ja das Auge. Die Augen sind ja nicht umsonst da. Die Verbündeten sind voll am Eskalieren am Anfang. Die haben den guten Crazy hier die ganze Zeit abgeschossen. Ich habe keine Ahnung, was die geraucht haben. Aber jetzt kommen wir auch gleich mal zu den Streaks und zwar spielt er hier mal nicht mit den Tieffliegern, sondern mit dem AH-6 Heli. Davor ist die Predator und der letzte Killstreak ist der Payflow, der eigentlich so gut wie immer gegeiert wird. Also, wenn der Payflow mal nicht gegeiert wird, dann macht er auch mal ordentlich Kills. Das können auch mal so über 10 Kills sein, wenn er mal nicht gegeiert wird. Aber er ist normalerweise eigentlich fast immer so innerhalb von, lass mich nicht lügen, so 5 Sekunden, 10 Sekunden weg. Sind die Gegner dann wieder stolz drauf, haben sie wieder einen Punkt mehr unten in ihrer Leiste. Naja. Ja, dann können wir auch eigentlich gleich mal zum Thema kommen. Und zwar hatte ich mir gedacht, das wird wieder heute ein bisschen Fungis Flamestube, weil ich ja sowieso ein bisschen aggressiv bin, komm grad vom Zocken und so, ne. Dies, das, kennt man ja nicht anders. Wird ein bisschen kurz die Folge, aber wie gesagt, keine Sorge, es werden auch nochmal längere Spiele kommen, beziehungsweise Herrschaftsspiele, vielleicht auch vom guten Crazy oder vom Ravage. Naja, da fange ich auch gleich mal an, weil es ist ja nicht so viel Zeit. Ich glaube, 6 Minuten haben wir insgesamt. Ich habe ja das Gameplay hier vorliegen. Und zwar wollte ich nochmal ein Thema wiederholen. Da hatte ich schon mal drüber geredet, nicht in der Fungis Flamestube, aber ich glaube, in irgendeinem anderen Commentary hatte ich das mal erwähnt. Und zwar unnötige Schulfächer, meiner Meinung nach. Sieht natürlich auch jeder anders, weil natürlich jedem was anderes Spaß macht auch. Also Spaß, Schule und Spaß, Entschuldigung. Ich entschuldige mich dafür, dass ich das jetzt in einem Zusammenhang benutzt habe. Und zwar ist für mich einfach total unnötig in der Schule Musik. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, hier ein bisschen, vielleicht findet man ja Talent in der Schule und so, aber das muss man, für mich kann man so ein Fach dann auch freiwillig zum Beispiel als AG benutzen, so wie Chor, ist Musik halt einfach, weil Musik bringt einem nichts. Ich meine, ist ja schön, wenn du dann als Müllmann da irgendwie singen kannst, das ist ja ganz toll. Obwohl man da nicht mal richtig das Singen lernt im Musikunterricht, du lernst, wie man Noten liest. Und das ist für mich einfach nicht sinnvoll, das ist für mich total sinnfrei, das in der Schule den Schülern beizubringen. Wie gesagt, ist halt nur meine Meinung, muss jetzt jeder anders sehen, aber ich denke mal, die meisten werden mir da auch zustimmen. Ich persönlich habe Musik sowieso auch nie verstanden, keine Ahnung, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich blöd bin. Naja, das zweite unnötige Fach ist ganz klar Kunst. Kann man jetzt natürlich auch wieder sagen, ja, es fördert ja die Kreativität der Schüler. Ich konnte nie malen. Ich kann nicht malen und ich werde es auch niemals können, weil malen kannst du einfach so gut wie gar nicht lernen, besonders nicht bei dem Scheiß, den du deiner Schule malen musst. Weißt du, was der Lehrer immer zu mir gesagt hat? Der Lehrer meinte immer zu mir, Thema verfehlt, 6. Setzen, Nico. So, das war's dann auch. Da habe ich meine 6 abgeholt. Ich habe mir sogar teilweise richtig Mühe gegeben. Ich habe mir Mühe gegeben, was zu malen. Und ja, die haben mir einfach immer eine 6 gegeben. Immer. Thema verfehlt. Aber ich habe doch ein Viereck gemalt. Was willst du von mir? Das war's mit den 2 unnötigen Fächern. Und jetzt kommen wir zu einem Fach, das für mich nicht ganz so unnötig ist. Und zwar Sport.
weil Sport ist dazu da, damit die Schüler sich ein bisschen, ja, vielleicht nicht abreagieren, aber ein bisschen austoben können, ein bisschen Spaß haben können, ein bisschen den normalen Schulstress vielleicht vergessen können und sich einfach, Sport ist so ein Fach, wo sich die meisten Schüler immer denken, geil, jetzt erstmal 2 Stunden Sport, das ist ja geil. Also ich freue mich immer auf Sport normalerweise. Und dann hatte ich eben auf dem Gymnasium die scheiße, ja, neues Sportthema angefangen. Vorher hatten wir Handball, glaube ich. Ich bin ja, ich spiele selber auch Handball, also geiles Thema. War nur ein bisschen schwul, weil keiner das konnte und dann konnte man, Handball ohne Körperkontakt geht einfach nicht und wir sollten uns nicht berühren. Frag mich nicht, wie das möglich ist beim Handball. So, dann hat die Lehrerin das neue Thema angesagt. Saßen wir alle im Kreis, ganz gespannt. Oh, vielleicht kommt ja mal Fußball oder Volleyball oder so. Aerobic. Aerobic. Ich sitze da, was? Hast du gerade Aerobic? Und alle Schüler, sogar die Schülerinnen aus unserer Klasse. Oh. Aerobic, dein Ernst? Das geht gar nicht für mich. Ein Schulfach, ein Sport. Ich weiß, diese Lehrer haben ihren Lehrplan. Aber jetzt mal ohne Witz, kein Schwein interessiert dieser scheiß Lehrplan. Ich glaube nicht, dass der Direktor kommt. Na, habt ihr heute schön Aerobic in Sport gemacht, so wie es auf dem Lehrplan steht? Das interessiert den Scheiß. Das interessiert den Scheiß. Und dann Aerobic zu machen, ich wette, man kann eine Studie, man kann eine Befragung machen. 500.000 Schüler befragen, alle 16, und nicht ein einziger von denen macht Aerobic freiwillig. Hundertprozentig nicht. Ein 16-Jähriger macht normalerweise was anderes als Aerobic und hat auch, ich kenne keinen 16-Jährigen, der Bock auf Aerobic hat. Nicht mal schwule, also homosexuelle Kinder würden Aerobic machen. Nicht mal die. Ich überziehe gerade schon wieder das Gameplay. Die würden dann eher wahrscheinlich, jetzt, oh mein Gott, jetzt sage ich auch noch was Falsches, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Ist ja nicht böse gemeint oder so. Aber die würden dann wahrscheinlich trotzdem eher Ballett machen oder so. Nicht alle Schwulen machen Ballett, das will ich jetzt damit gar nicht sagen, aber das ist jetzt nur so ein Vergleich, weil, wisst ihr, die würden dann eher Ballett machen als Aerobic. Das macht keiner. Das ist für mich ein Sport für, nicht alte Frauen, können ja auch des mittleren Alters sein. Also Frauen des mittleren Alters oder eben auch ältere Frauen. Weil die eben nicht mehr so viel Kraft haben für richtigen Ausdauersport oder da auch nicht mehr die Lust zu haben vielleicht. Aber Aerobic als Schulthema ist für mich die absolute Erniedrigung, ist das auch. Das ist absolut erniedrigend, das zu machen. Es ist peinlich, es bringt nichts, es ist für nichts gut. Und dann kommen die da mit Aerobic. Das ist für mich ein absolutes No-Go in der Schule als Schulthema. Ich glaube, mir stimmen da zu 90% die Leute zu. Das machen nicht mal 16-jährige Mädchen, die machen auch was anderes. Sogar die Mädchen machen was anderes. Die machen kein Aerobic. Ich hänge jetzt einfach noch ein anderes Gameplay hinterher vielleicht. Weil für mich, ich weiß auch gar nicht, was die Lehrer sich dabei denken. Die können doch nicht wirklich ganz ehrlich meinen, ja, dass wir das gerne machen. Das glaube ich nicht. Und da kann ich auch gleich mal eine Geschichte zu erzählen. Und zwar meinten dann der Caruso und ich, wir sind ja in einer Klasse gewesen, meinten dann so zu der Lehrerin eiskalt, weil wir hatten da keinen Bock drauf. Das ist uns zu scheiße. Wir machen das nicht. Und wir werden nicht zu Huren für eine Note. Das machen wir. Sowas machen wir nicht. Ist vielleicht natürlich auch ein bisschen blöd gewesen von uns, aber trotzdem, wir sind zu der Lehrerin gegangen und haben gesagt, wissen Sie was? Das ist uns zu schwul, das machen wir nicht. Wir weigern uns. Und dann so, ja, ihr kriegt dafür aber eine 6, ne? Wir so, ja, das ist uns egal. Das ist uns, ja, wir haben gesagt, das ist uns zu schwul, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen blöd, aber wir meinten das natürlich nicht so, dass das nur was für Schwule ist. Um Gottes Willen, nein. Wir meinten das einfach nur so, es ist uns zu blöd. Wir haben das einfach nur in dem Moment so gesagt, es tut mir leid, dafür entschuldige ich mich jetzt. Das ist uns zu scheiße. Das ist uns einfach zu blöd, das ist zu peinlich, es ist einfach nur, das ist einfach nur dumm. Sowas macht man nicht als Schulthema und das wissen auch alle. Weil, wie gesagt, Sport ist für mich ein Fach, wo man sich auspowert, wo man sich halt von dem normalen Schulstress zurückzieht und einfach ein bisschen, ja, sich betätigt und ein bisschen den Frust rauslässt und den Frust wegläuft und sich einfach ein bisschen bewegt. Bewegung ist gesund und deswegen ist das für mich auch ein sinnvolles Schulfach normalerweise. Aber dann sollte man auch Sportarten machen, die den Kindern Spaß macht. Ich zähle jetzt einfach mal so die Mainstream-Sachen auf. Basketball, Fußball, Handball, Volleyball. Wobei Handball da schon eher seltener ist. Dann doch eher die Alternative Fußball. Fußball oder Basketball macht man immer in Sport.
Und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich bin jetzt zwar nicht so der Basketball-Fan, mache ich aber trotzdem eigentlich ganz gerne mit Kumpels oder so mal ein paar Körbe werfen. Ja, das sind für mich Sportthemen. Oder auch Laufen, Laufen. Oder Zirkeltraining. Zirkeltraining finde ich mega geil. Finde ich gut, aber nur wenn man es richtig macht. Also strengt euch an, auch wenn die anderen dann in Gänsefüßchen hier 80 Liegestütze haben sie geschafft, ist klar. Das waren Fickstütze, die haben den Boden misshandelt, haben die aber nicht Liegestütz gemacht. Dann Zirkeltraining ist nämlich für euch selber wichtig. Oh, meine Stimme kackt hier langsam ab. Ist für euch selber wichtig und nicht, damit ihr irgendwas beweisen könnt und sagen könnt, ich habe hier 500.000 Liegestütz geschafft. Und halt Ausdauersport ist auch ganz wichtig. Einfach damit man selber fitter ist und auch, dann hat man auch mehr Spaß am Leben, wenn man fitter ist. Ist halt so, dann kannst du im Sommer rausgehen, kannst dich sehr viel betätigen, macht halt einfach mehr Laune. Naja, das war's jetzt auch eigentlich schon. Ich kann mich darüber nicht mehr aufregen. Aerobic ist für mich ein absolutes No-Go im Sportunterricht und in der Schule und sollte auf jeden Fall abgeschafft werden, weil das hat nichts mehr mit Sportunterricht zu tun. Gar nichts. Meine Meinung, damit bin ich erstmal weg. Haut da rein, Leute. Euer Fungi. Peace.